So, wir sind zurück. Gerade haben wir die Entführung der Stadtwache angezettelt und wir hatten die gerade auf dem Rücken. Ah, Hobbs hat sie. Okay, und die wollen wir natürlich für uns nutzen, indem wir dann gegen die kämpfen. Um uns ein bisschen hochzuleveln in den Kampffähigkeiten. Denn die hat dann natürlich auch keine Waffe und so. Ist zwar nicht ganz fair, aber. Naja, man muss tun, was man tun muss. Und das können wir dann halt leider auch nicht ändern. Das heißt, wir legen sie mal hin. Zack, Stadtwache bewusstlos noch, aber auch nicht mehr so lang. Und was ich hier noch. Erholungskoma. Okay, gut, das dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen, bis die aufwacht. Aber wir sind auf jeden Fall da und kampfbereit. Wir verteilen das Ganze mal auf Jeff. Ne, wir verteilen das Ganze mal auf Heft. Die soll am wenigsten kämpfen. Die ist nur so unser Backup. Und sobald die aufsteht, sehen wir das natürlich. Und können dann natürlich auch einschreiten. Das dauert jetzt auch ein bisschen, bis es, glaube ich, bei Null ist. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit zu farmen. Die Stadt ist mehr oder weniger ungeschützt. Der Trader in der Mitte nicht. Das ist das Gute. Weil da einfach auch Wachen drin sind, die relativ stark sind. Und die auch kein Problem damit haben, die Leute zu erwischen. Genau. Das zieht sich jetzt natürlich wieder ein bisschen. Was wir, genau, wir könnten mal wieder noch einen Blick auf die Stats. Schleichen hat sich wahrscheinlich auch erhöht. Ja, wir sind Schleichen 3 geworden, weil wir uns angeschlichen haben und ihn bestohlen haben. Oder sie bestohlen haben. Was natürlich sehr cool ist. Weil dadurch haben wir natürlich jetzt auch wieder bessere Werte erlangt. Ah, ja gut, weil ich jetzt das zweite Schwert habe, habe ich jetzt auch noch wieder Minus. Das heißt, ich bräuchte trotzdem den Hobbs zur Unterstützung. Der ist jetzt durch seine ganze Rüstung natürlich auch wieder schwer. Das ist dann nicht nur das bisschen, was davor war, sondern auch, also er ist nicht nur schwer, wie weil es davor war, sondern vor allem auch durch die Rüstung wahrscheinlich, weil der Helm auch so extrem schwer ist. 4 Kilogramm, 5 Kilogramm, 9 Kilogramm, 2, 4 und die Waffen auch noch. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder ein bisschen mehr Stärke. Und die hat minus 9, das ist schon krass Angriff. Die kann natürlich nicht viel ausrichten. Ah, jetzt dürfte sie gleich aufwachen, glaube ich. Lasse ich jetzt erstmal ein bisschen kämpfen. Den lasse ich jetzt erstmal ein bisschen kämpfen. Warte. Weil auch ein bisschen Damage bekommen ist nicht schlecht, weil man dadurch die Zähigkeit erhöht. Ah, anscheinend scheine ich aber fast zu verlieren. Also wie man sieht, ich tue mich schon schwer, auch gegen die, obwohl sie jetzt keine Waffen hat.
Und ich mache jetzt wieder ein bisschen Erste Hilfe, damit ich gleich weiterkämpfen kann. Hier sieht man auch, ich bin jetzt Nahkampf, Angriff und Verteidigung ein bisschen gestiegen. Zähigkeit habe ich auch was dazu bekommen. Das heißt, man sieht schon, dadurch verbessert man sich schon. Dann schicke ich aber Heft mal zurück, dass sie uns das Zeug verkauft. Und vor allem, dass ich neue Verbandskästen bekomme. Wenn man sieht, habe ich jetzt keinen Verbandskasten mehr. Nicht, dass sie sich jetzt dauerhaft tot stellt. So, Verbandskästen nehme ich gleich alle drei mit. Und einen Schienenkasten, um Verletzung zu schienen. Hat's nicht, schade. Das wäre natürlich noch besser gewesen. Aber naja. Nahrung könnte ich auch gleich wieder gebrauchen. So ist es nicht. Das ist doch relativ günstig dafür, dass es viel gibt. Ja, 497. Dafür, dass es 75 gibt, war echt günstig, war gut. Dann nehmen wir das noch mit. Und wie man sieht, ist jetzt schon das Essen ausverkauft hier. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, dass man bald dann weitergeht. Und da tue ich jetzt mit dem Handel, tue ihm hier auch Zeug geben. Und das hier beladen. Aber ich hätte ihm eigentlich noch gleich was zu essen geben können. Genau. Oh, ja, kommt das auch noch. Und er bekommt auf jeden Fall das. Oh, das habe ich schon fortgegessen. Dann nimmt er das und ich hole mir von ihm hier noch ein Brot. So, jetzt geht's weiter mit dem Farm. Die stellt sich jetzt natürlich tot. Wenn ich jetzt weggehen sollte, dann steht die auf und versucht dann zu flüchten. Deswegen gehe ich einfach mal weg. Ein Stück. Krieg schon wieder. Einen Kick nach dem anderen gedrückt. Und da ist es schon wieder bewusstlos. Dann verbinde ich sie mal wieder. Und gehe in Schleichmodus und dann entführe ich sie. Und dadurch steigere ich auch meinen Schleichenwert, glaube ich. Und bringe sie mal wieder ein bisschen näher zu uns hin. Nicht, dass sie dann wieder abhauen will. Ja, und so ist es jetzt so ein bisschen Gefarme. Ist zwar teilweise sehr makaber, aber man tut, was man tun muss, um zu überleben. Und das ist Kenji. Ich weiß auch nicht, ob es das jetzt wirklich so viel bringt. Aber ich habe mich schon ein bisschen steigern können. Nahkampfangriff und Verteidigung. Dadurch, dass sie mich halt auch immer trifft. Schleichen jetzt schon auf Stufe 6. Das heißt, es geht schon voran. So ist es nicht. Aber es bringt jetzt nicht unbedingt so viel.
Was natürlich der Nachteil ist, dass ich keine Wachen mehr in der Stadt dann habe. Aber das ist dann nun mal so. Ich könnte zum Beispiel so jetzt auch Heft noch leveln. Ich lasse jetzt noch ein bisschen liegen, dass er noch ein bisschen bessere Werte bekommt. Bleibt da. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das so zu ordnen, dass ich noch was rausbekomme? Ich glaube nicht. Aber ist egal, die beiden gehen verkaufen. Nicht stoppen, sondern verkaufen. So. Ja, es wird wahrscheinlich auch für euch ziemlich eintönig sein, aber es ist halt gerade am Anfang wirklich sehr schwer, in dieses Spiel reinzukommen und viele Sachen zu machen. Das möchte ich natürlich so gut es geht ändern. Und da halt auch besser werden. Ich habe das Spiel schon davor ziemlich viel gespielt, das ist wieder aufgehört. Aber jetzt mal gucken, ob da noch die eine andere Möglichkeit geht, besser zu werden. Ich könnte jetzt natürlich den Molly uns zuteilen, also dass der uns hilft. Okay, sie stellt sich noch tot, gut. Nicht, dass ich da was verpasse. Damit wir jetzt auch unser viertes Mitglied hätten. Das mache ich jetzt, glaube ich. Okay, er meint irgendwas mit rum, bla bla bla, sicher wie viel. Ja gut, machen wir 6000. Wir lassen ihn einfach mal bei Molly. Und wie gesagt, Vorschläge dafür. Dann können wir das auch verbessern, dann kann ich da auch neue Charaktere hinzufügen. So, jetzt sind wir schon mal zu viert. Und, ein bisschen Athletik. Schleichen, okay. Kochen halt 40 schon, das ist auch nicht schlecht. Da bin ich dann wahrscheinlich um einiges schneller, wenn ich die ganzen Kochsachen machen will. Das ist natürlich sehr gut. Ich warte noch ein bisschen, bis die sich ein bisschen regeneriert hat. Warum kann ich mich jetzt selber nicht verbinden, oder? Bin ich nicht wirklich. Ne, scheint so zu sein, als hätte ich noch genug. Oh, die hat auch schon ein bisschen Dinge in ihrem Inventar. Besseren Verbandskasten und so, das ist natürlich super. Aber kein Essen. Aber das ist nicht so das Problem. Ah, obwohl doch, wir müssen gucken, dass wir nachher noch da unten vorbeischauen und Essen holen und dann erst weiterlaufen. Die erholt sich jetzt weiter, das ist natürlich super, dann kann ich besser gegen sie kämpfen.
So, mit dem sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nochmal angreifen, weil der sonst. Oh, und tschüss. Ah, der da hinten gelandet. Okay. Ist jetzt tot oder was? Stellt sich tot, okay. Jeff Goldblum. So, perfekt. Okay, dann darf die noch ein bisschen üben wohl. Ja, so. Ich denke mal, da mache ich jetzt auch wieder einen kleinen Cut. Die kann eigentlich auch noch ein bisschen was tragen. Und wir sind jetzt endlich zu viert. Wir machen jetzt noch einen Tag, an dem wir farmen. Und dann geht's ab Richtung nächster Stadt und schauen mal, auf welches, was wir noch so treffen bei diesem kleinen Abenteuer. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.